So, aber von irgendwo müssen enorme Massen an Luftfeuchtigkeiten kommen, da, obwohl so massiv frisch gesprüht wird, sich dennoch die Regenwolken noch bilden. Es ist zwar trocken, ja, an der Haut, aber die Wolken bilden sich trotzdem. Also wenn Sie wissen von diesen Luftfeuchtigkeiten und wenn Sie diese Regenwolken um jeden Preis beschleunigen wollen bei der Entstehung, dann wäre diese heute Sprühaktion auch verständlich. Eben, dass die Wolken so schnell wie möglich gemacht werden, eben dadurch, dass die Luftfeuchtigkeiten Tauben anscheinend vorhanden sind. Die frische neue Stäube ziehen das dann natürlich auch ab, aber der Feuchtigkeit wird anscheinend viel mehr vorhanden sein, als dass sie sich die Regenwolken dermaßen zerstören lassen. Da ist wieder übrigens der nächste Chemtrailer unterwegs. Das heißt, dass dieser Regenfall, was jetzt da kommt, ja, durch das Chemtrailing beschleunigt wurde, beschleunigt wird, ja. Also Klimamanipulation auf jeden Fall.